bisschen seine kleinen Schilder und zweite von euch auf, weil er sich selber das Spiel gespielt hat. Sehr schön mal. Sehr schön. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Ja, für die Wirtschaft wird das wohl der Tod sein, wenn jeder stirbt. So, jetzt können wir eine neue Fertigkeit auswählen hier, eine Sekundärfähigkeit. Wir können dann später mal von jeder der Fähigkeiten eine auswählen, aber das ist auch... Ja, jetzt denke ich, das ist weniger kompliziert wie in im Diablo 2 noch, wo man die ganzen verschiedenen Fertigkeitsbäume hatte. Aber das ist hier eigentlich fast genauso, dadurch, dass man dann zu jeder Fertigkeit noch die hier unten dann die Runen hat. So, Froststrahl. Das werden wir natürlich erstmal nehmen, dann auch eine Möglichkeit haben wir ja gar nicht. Das haben wir jetzt hier auf der rechten Maustaste. Und jetzt gehen wir wieder zu Lea. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. So, jetzt müssen wir es mit der Hauptmann Rumford wieder. Und wie gesagt, jetzt hier im Inventar sieht man natürlich schon, dass ich schon ein bisschen gespielt habe. Hier 67.000 Gold. Aber das ist wirklich nicht weit gespielt, aber dadurch, dass wir ja... Jetzt haben wir natürlich auch schon... Naja, das zeige ich euch später für jeden, der das Spiel noch nicht gespielt hat. So, jetzt gehen wir wieder zu Hauptmann Rumford, der am Tor auf uns wartet. Lea hat ja gesagt, wir sollen zu ihm gehen. So, da ist er. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! So, und jetzt müssen wir die scheußlichen Mütter töten. Effektiver, natürlich nicht, wenn man auf Hauptmann Rumford schießen. Ich brauche mehr Arkankraft. Dann müssen wir die scheußliche Mutter hier verprügeln. Dann mal die Hose hier mit. Die ist ja auf jeden Fall, da wir noch gar keine Hose anhaben, weil wir nämlich... So sehen nämlich die Charaktere aus, wenn sie nackt sind, weil sie haben ja noch nichts an. Ja, es ist wirklich... Unschwer zu erkennen, dass diese Person nackt ist. Ne? Wir ziehen erstmal eine Hose an. So. Den Tor wieder zu und auf geht's. Jetzt müssen wir zu den alten Ruinen gehen, um die scheußliche Königin zu töten. Und nebenbei kann man ja noch drei scheußliche Mütter mit umbringen. So, da sind schon wieder ein paar Gegner. Ja, wir haben einen Froststrahl einsetzen, dass er gut ist, aber zieht auch wirklich viel an Arkankraft an. Die roten Kugeln, die hier immer so schweben, das sind wie kleine Heiltränke, die man einsammeln kann. Das ist wirklich im ersten Schwierigkeitsgrad, das ist wirklich sehr leicht. Und hier haben wir jetzt neues Wissen wahrscheinlich über eine neue Gegnerrasse, die wir gerade getroffen haben. Wir hören uns das mal an. Ich werde nie vergessen, natürlich, wenn Deckard wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Okay, jetzt gehen wir hier weiter, hier haben wir den nächsten Gegner. Froststrahl. Die lassen schon mal Gold fallen, das ist doch nicht schlecht. Und das noch. Gold braucht man nicht anzuklicken, um es aufzusammeln, das braucht man einfach das Überlaufen. So, hier haben wir jetzt weiße Beinschützer. Die haben wir natürlich gleich mal ein... Ah naja, das ist ein robuster Beschützer natürlich. Weil ich wieder meine unglaublich tollen Lesetalente eingesetzt. Und habe mir da selber ein Wort zusammengedichtet. Das wird dann eine neue Kirche. Mein Name ist Abd al-Hazir. Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen.
Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Das sagt uns Abt Al-Hazir. Hat wahrscheinlich Angst vor den Stachelscheusalen hier. Das sind schon wieder welche. Die kleinen Stachelscheusale können nicht weit von ihrem Nest sein. Aus dem Nest wird kein Ungeziefer mehr schlüpfen. So, da ist eine Axt. Wenn wir mal den Axtmagier machen. Also da lerne ich Zauberstabe plus 3 und das hat 5 den Nimmer. So, da gucken wir, was wir hier noch haben. Auf Fesseln. Ein bisschen Gold raus. Gucken wir uns mal noch ein bisschen um hier. Hier ist ja noch hier hüben so ein kleiner Weg. Das ist ein wirklich wundervolles Haus. Hier ist aber nichts mehr zu holen. So, da gehen wir wieder raus. Aus dem muttrigen Keller müssten wir ja sowieso nicht besuchen. Aber wir haben es einfach mal gemacht, weil wir ja noch am Anfang sind. Aber später werden wir wahrscheinlich dann nicht mehr alles mitnehmen, dass wir so schnell wie möglich in den zweiten Schwierigkeitsgrad übergehen, weil der erste ist wirklich sehr leicht. Also hier Stufe normal. So, das sieht sehr gut aus. So, jetzt müssen wir das halt mal gucken. Ein bisschen Gold. Da liegt ein toter Dorfbewohner, da hat auch ein bisschen scheußliche Wasser. So, dann gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Wir müssen ja hier die alten Ruinen finden, immer noch. Wir gucken uns einfach mal zusammen ruhig, auch wenn es vielleicht nicht das. Der interessanteste Teil des Spiels ist, aber ich verspreche euch, es kommen noch interessante. Besser machen wir es mal kaputt. Egal, wie wir gehören, die sind jetzt unser. Die haben wir einfach hier uns angeeignet. Man kann natürlich auch die Gegenstände zerstören, die man nicht anklicken kann. Da kann man trotzdem zerstören. Das sollte den Angriffen ein Ende setzen. So, dann haben wir das Quest abgeschlossen mit dem Scheuer. So, jetzt haben wir es nochmal hell gucken. Hier ist der klamme Keller. Wir besuchen den einfach mal am Anfang, damit wir so ein bisschen Ausrüstung sehen. Wo sind all die Schätze? Diese Bestien haben sie wohl gehabt. Da ist ein kleiner Zwischenboss-Sarkrat. Das ist relativ einfach und wir sind wieder aufgestiegen auf Level 3. Die aktive Fertigkeit Schockimpuls. So, das sind Handschuhe. Wir nehmen erstmal alles mit, damit wir noch ein bisschen Gold machen. Oder wir gucken erstmal, was das Beste ist und dann werfen wir einfach die schlechteren Gegenstände erstmal raus. Außer natürlich die blauen. Hier ist ein kleiner Dolch, den nehmen wir erstmal. Die haben wir jetzt erstmal alles raus. Die Hose hat 7, die nehmen wir. So, und jetzt gucken wir mal, wir sind ja gerade aufgestiegen, gucken wir mal hier eine neue primäre Fertigkeit. Macht das magisches Geschoss. Schockimpuls, ihr sendet unberechenbare Energieladung über den Boden aus. Ja, das probieren wir doch gleich mal aus. Gucken wir, was das für eine Wirkung zeigt gegen den Mächten der Finsternis. Ah, das sieht doch schon mal sehr effektvoll aus. Und dann gehen wir einfach mal den Weg entlang weiter. Da kommt später auch. So, und jetzt hier schon auf der Karte zu erkennen, dass man hier schon ziemlich nah da sind, wo wir hin müssen. Okay, ist wirklich sehr stimmig gemacht. So. Die Anfangsgegner sind natürlich noch kein Problem. Ah, das ist scheiße, das können wir nicht. Das wird sehr einfach für den Anfang. Und da ist jetzt ein Portal, das sieht man, das leuchtet jetzt schön blau. Und jetzt können wir uns nach Neu-Tristram teleportieren, wo wir natürlich jetzt wieder mit Hauptmann Rumford sprechen müssen, der jetzt hier steht, komischerweise. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, genau, ihn zu finden. So, Quest beendet. Ich sehe mal die Erfahrung und das Gold, was wir hier verdient haben. Und jetzt muss man mit Lea sprechen. Kommt. Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. So, dann. So, Lea möchte jetzt erstmal den Wegpunkt benutzen, um die zu den alten Ruinen kommen. Das machen wir natürlich gleich, weil die Lea nämlich da mitkommt. Hier, lasst mich um das Tor zu öffnen. Adria war meine Mutter. So, und jetzt geht's weiter.